Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer weiteren Runde von Die Schlacht um Mittelerde. Hier in der guten Kampagne mit der Blue Wizard Mod in Schwer. Heute, ja, werde ich mit Rohan wahrscheinlich hier die Mouth of the Entwash angreifen. Und mit Gondor Emyn Arnen. Let's go. Let's go. Und dann gehen wir nach Norden von hier aus gesehen, nach Düsterwald. Am Zusammenlauf der Entwasser und des Anduin ist im Laufe der Zeit ein fast 100 Meilen langes Marschland entstanden. Zusammenlauf der Entwasser. Das ist ein wilder Name für ein Gebiet. Besiegt alle Truppen Mordors! Mordor, okay. Also könnten Ostlinge hier wieder die Augen offen. Kampieren wie sonst was. Ich werde diesmal nichts riskieren. Haltet die Augen offen! Reitet! Ich werde ziemlich vorsichtig sein. Wir schützen unsere Heimat. Wir müssen die Wälder schützen. Gegner erstmal kommen lassen. Seid bereit, Elben. Das ist zumindest der Plan. Wir haben ein neues Gehöft. Gegner kommen lassen und Ressourcen erstmal einsammeln. Wir sollten irgendwas machen. Schneller! My Lord. Einfach auf den Gegner warten. Ausbildungsgebäude brauche ich wirklich gar nicht. Das ist echt krass. Ich brauche im Grunde keine Ausbildungsgebäude, außer vielleicht die Archery, um die, um die Feuerpfeile zu erforschen. Das ist wirklich das Einzige, aber eigentlich, ich brauche keinen Stall. Es könnten Orks in der Nähe sein. Weil die Sache ist, ich kann ja auch ganz einfach mit Eomer einen Bogenschützen und einen Reiter Troprohirrim einfach so beschwören. Mein neues Gehöft. Das ist OP. Haltet die Augen offen! So, da haben wir hier einen Reitertrupp. Haltet die Augen offen! Männer, Rohan! Und einen Bogenschützentrupp bekommen. Dauerhaft. Nee, warte mal. Reiter der Mark. Also, den Trupp habe ich bekommen, ja? Bleibt wachsam! Reiter der Mark. Haltet die Augen offen! Okay, ich dachte. Rohirrim! Na gut, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm, was ich dachte. So, vielleicht mache ich ein Ausfalltor hier hinten hin. Damit ich doch mal spähen gehen kann. Weil irgendwie ist es mir gerade zu ruhig. Menschen der Rittermark. Mir eindeutig zu stille. Reiter der Mark. Ich werde aber jetzt aber nicht mit einer großen Armee da rausreiten, sondern nur mit einem Spähtrupp. Einfach um zu schauen, was da so das Gehöft ist fertig. Sich da draußen verbirgt. Macht euch kampfbereit. So, hier mal erstmal die Möglichkeit, ein Gehöft zu errichten. Sehr gut. Dann baue ich auf jeden Fall eine Rüstkammer und einen Schießstand halt. Aha, guck mal. Da haben wir sie doch. Rohirrim! Für den König! Gönnt ihnen keine Rast! Das gehört unsere Truppen werden angegriffen! Rohirrim! So. Werft sie alle nieder! Okay, Theoden. Möge dies ihr Ende sein. Möget ihr am heutigen Tage tapfer kämpfen. Oh, das sind ziemlich viele. Bleibt wachsam. Okay. Holt sie raus. Ihr tun, was der Feind ist unter uns, steht. Männer! You are our king. Wir ziehen in den Krieg. Da ist echt ein ganzer Trupp draufgegangen, ne? Bogenschützen, Ellenbogenschützen. Haltet eure Stellungen! Da haben wir es mal aufpassen, hier sind auch Ostlinge. Shit. Rohan darf nicht untergehen. Kommt zu mir, Rohirrim. Fürchtet wir keine Dunkelheit. Endlich haben die Bundesschützen eine Übungsstätte. Wir haben den König von Rohan Shit. Verloren. Eomer. Alter, aufgegangen. Ah. Der Feind! In Deckung, Männer! Aber gut, das sollte ich jetzt hier. Bestien. Sowohl die Ostlinge als auch die Ork-Bogenschützen sollte ich jetzt eigentlich wegbekommen. Bleibt wachsam, Elben. Wo ist denn Haldir? Der hat so gar keinen Bock, da oben von da oben zu schießen, glaube ich. Kann auch sein, dass der von da oben gar nicht schießen kann. Haltet eure Bögen bereit! So, interessant. Naja, gut. Nieder mit euch, ihr Bestien! Okay, gut. Zieht euch erstmal zurück. Unsere Truppen werden angegriffen!
Wir schützen unsere Heimat. Das war zünftig. Boah, 3000 Ressourcen. Um beide wiederzubeleben, das ist schon knackig. Aber gut, wir haben es erstmal abgewehrt bekommen. Auch wenn der Preis ziemlich hoch war. Männer Rohans! Aber die erste Armee ist jetzt erstmal durch. Mut! Mut für unsere Freunde! Komm, dann lass ich sie mal anführen. There is one passage. Ah, ich brauche Eomer zurück. Der ist zu wichtig. Gerade mit der Exilführerschaft Boni. Wir haben den Schießstand verbessert. Wir werden angegriffen! Ist der sehr wichtig. Nein! Bogenschützen Rohans! Zurück. Ich fürchte weder Tod noch Schmerz. Wir reiten zusammen. Wir reiten zusammen. Radrim und Ostlinge, das gefällt mir wirklich überhaupt gar nicht. Das ist wirklich, wirklich sehr unangenehm. Das Gehöft ist fertig. Ich kämpfe für unser Volk. Der Schmied ist mit der schweren Rüstung fertig. Jetzt mit Eowyn erstmal scouten. Der Feind ist unter uns, Männer. Wir brauchen alle ein Schwert. Und die Map mal ein bisschen hier im Norden aufdecken. Wir reiten zusammen. Ah, das könnte spannend werden. Weiter, weiter. Das muss der Feind sein. Oh. Wir reiten zusammen. Oh, das wäre gut, wenn ich das bauen könnte. Das Gehöft ist fertig. Rohan darf nicht fallen. Boah, okay. Muss ich noch ein bisschen sparen kurz, aber das können wir hinkriegen. Die Schmiede sind mit den Klingen fertig. Mit Schwertern und Schilden werden wir siegen. Rohan darf nicht fallen. Wir brauchen alle ein Schwert. Wir reiten zusammen. Hier könnte ich jetzt Statuen bauen, um die Rückkehr von, ja, Theoden und Eomer ein bisschen zu vergünstigen. Des Weiteren ist ein Brunnen hier sicherlich sinnvoll. Beziehungsweise erstmal Türme zur Verteidigung. So, okay, na, ist ja schon mal gut, dass ich das so gefunden habe, das Lager. Wir haben ein neues Gehöft. Ich kämpfe für unser Volk. Land wird belagert. Bin mal gespannt, wie viel der nur noch kosten. Oh Mann, Ostlinge. Wir müssen diesem Übel trotzen. Unsere Truppen werden angegriffen. Ostlinge sind echt unangenehm. Unsere Freunde brauchen uns! Nieder mit euch, ihr Bestien! Brunnen wollte ich hier noch haben? Bestraft alle Feinde! Unsere Festung wird angegriffen! Okay. Okay, das sollte erstmal passen soweit. So, wie viel kosten die jetzt mit der Statue? Sie haben angegriffen! Immer noch 1500. Das hat sich also nicht reduziert. Ich glaube, das gilt nur für bereits... Also noch nicht ausgebildete Helden gilt das, glaube ich. Und nicht für vorhandene. Also bereits tote Helden, die schon, aber schon mal vorhanden waren. Jo, okay. Schießstand kann da trotzdem nicht schaden. Ich fürchte weder Tod noch Schmerz. So, da haben wir das Lager relativ gut und schnell ausgebaut. Ist gut. So, was haben wir hier? Nochmal Ostling Bogenschützen, das gefällt mir nicht. Unsere Truppen werden angegriffen! Es gab leider keinen Turm-Upgrade, womit ich die Türme. Wo ich die Türme leider upgraden könnte. Alles als Waffe. So, 600 Ressourcen, dann kriegt ihr auch noch bessere Rüstung. Unsere Festung wird angegriffen. Okay, es wird ein langsamer Aufbau, aber... Mordor, na, mit... Oh, die Ostlinge. Da müssen wir uns langsam ein bisschen vortasten, aber das kriegen wir hin. Ich habe zwar, glaube ich, schon das Upgrade in einem anderen Schießstand, aber... Geht auch darum, dass wir da oben vielleicht Elben ausbilden können, von Zeit zu Zeit. Okay. Ehrlich gesagt fühle ich mich so, als ob ich den anderen Turm brauche. Dann ziehe ich den Truppen ab. Wir sind ein starkes Volk. Sie greifen das Lager an. Okay. Oh, das wird knackig hier, glaube ich. Aber ich denke... Treibt sie zurück! Pfeile! Bleibt wachsam! Erobert diesen Ort, sagt er. Na, mal gucken. Nieder mit euch, ihr Bestien! Also ich habe tatsächlich mehr Angst vor diesen 5 Ostlingen in meinem Trupp als vor diesen 10 Moran und Orks. Die Moran und Orks sind auch ziemlich gut. Ich glaube, doppelt so stark wie die normalen Billo-Orks, aber trotzdem.
Die haben halt keine Anti-Kaff-Werte. Also sie sind jetzt nicht anti. Rohan, ich habe mit dem Feind noch eine Rechnung offen. So, jetzt wird abkassiert, Freunde. Ich werde wieder reiten. Reiter Rohan. Der oh, das hat einen Doppelkill so gemacht. Krass. Wir haben den Schießstand verbessert. Das hat sogar einen Doppelkill gebracht. Wir brauchen alle ein Schwert. So, Eomer, komm. Zeig mal, was du rausholen kannst. Haltet die Augen offen. Ja, ein Trupp Bogenschützen und ein Trupp Kaff. Also, Nahkampf, Kaff. Zur Festung! Reitet! Und das ist schon ziemlich OP. Da braucht man halt einfach keinen Stall. Man braucht keinen Stall. Und das ist auch relativ, wird auch relativ schnell wieder resettet. Ich glaube, dort ist der Feind. Das heißt, Ställe bauen ist völlig überflüssig. Also das ist halt wirklich das Krasse. Sie greifen das Lager. So. Du beschwörst jetzt noch ein paar Einheiten hier. Ich trage das Banner Rohan. Wir tun, was in uns. Und dann haben wir jetzt eine Landsleute. Ziemlich gute Infanteriearmee dann hier nochmal. Wir sollten irgendwas machen. Kommt zu mir, Roherim. Oh nein. Ich trage das Banner Rohan. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Da wird jetzt nochmal richtig rausgeballert hier. Da habe ich uns mal kein Risiko eingehabt, immer kurz geheilt. Der Feind! Entdeckung, Männer! Möge dies ein ruhmreicher Tag sein. Und je mehr Einheiten, also je mehr Erfahrungspunkte die kriegen, desto besser. Die Stunde ist gekommen. Ah, jetzt ist da echt so ein kleiner Luschi-Trupp durchgekommen. Männer Rohans! So viel wollte ich jetzt nicht hinschicken. Unsere Festung wird angegriffen. Unser Land wird belagert. Boah, das ist echt wild, was da kommt. Okay, dann schicke ich jetzt mal unsere Truppen werden angegriffen. Diese Armee mit nach Norden, aber von Süden aus. Okay, gucken wir mal. Die was reißen können. Es ist jetzt noch ein Trupp Elben dabei. Ich hätte eigentlich gerne mehr gehabt. Mindestens zwei oder drei Trupps mehr. Schaut euch um mich. Reiter der Mark. So, Feuerfall Upgrade natürlich. Da sind sie. Wir müssen diesem Übel trotzen. Holt eure Waffen. Oh nein, 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 nein. Das ist der einzige Nahkampftrupp, den ich da gerade zur Hand habe. Sie greifen an. Das ist mein. Zurück zur Festung. Are our king, sire. Hier kann ich nochmal Führerschaftsboni raushauen, beziehungsweise Erfahrungspunkte. Die Dunkelheit verschlingt mich. Nein, nein, nein. Oh Mann, warum die immer alleine so da reinchargen müssen. Das finde ich ein bisschen nervig. Du musst da immer babysitten, das ist echt krass. Du musst da echt überall sein. King, du musst da echt babysitten und aufpassen. Sie greifen das Lager an. Boah, okay. Hier ist ein Lager bereits. The dwarf breathed so loud, we could have shot. Bleibt wachsam, Elben! Fällt sie mit den Klingen der Elben! Okay. Wir Hobbits müssen zusammenhalten. Wir sollten irgendwas machen. Sie greifen wir werden siegen! Boah. Okay, aber der konzentriert sich da jetzt auf die Verteidigung, das ist gut. Das heißt, ich ziehe jetzt meine Reiter hier dazu. Weil die ja gerade nach abgelenkt sind, das ist gut. Sie dürfen uns nicht überwältigen! Bleibt standhaft, Leute! Eine gute Panzertruppe, die ich habe. Das ist eine gute Panzertruppe. Rohirrim! Die Panzer aus Rohan, man kennt sie. Das ist das Lager des Feindes! Ich kämpfe für unser Volk! Wir werden unseren Mut beweisen! Der Feind ist unter uns, Männer! Okay. Landsleute! Zeit für einen Imbiss. Boah, da kommen halt echt immer mehr. Das ist Wahnsinn. Seid bereit, Elben! Männer Rohans! Wir haben den Feind. Ich kämpfe für unser Volk! Boah. Das war, glaube ich, recht verlustreich. Ich kämpfe für unser Volk. Angriff abbrechen. Ich glaube, ich baue nur Türme rein. Männer Rohans. Ich glaube, damit bleibt wachsam.
Brunnen und so jetzt zu arbeiten, bringt glaube ich nicht viel, weil hier ziemlich viel Gegnertruppendurchlauf sein wird. Jetzt die Frage, gehen wir jetzt erst nach Süden? Die Dunkelheit verschlägt mich! Das Gehöft ist verheerend! Wir haben angegriffen! Komm. Wir reiten nach Hause! Jetzt bin ich halt wirklich genau in der Mitte, ne? Das ist halt eigentlich auch nicht so gut. Männer, Rohan, geht ihre Flanke! Reitet aus! Den Trupp auch mal zurückziehen, zurück, bitte. Zurück! Zurück zur Festung belagert! Wir haben das Lager des Feindes gefunden! Tja. Okay, jetzt die alle zusammen. Muss befreit werden. Auf nach Osten. Für unser Volk! Muss die Truppe jetzt zusammenhalten. Der Feind! In Deckung, Männer! Lasst die Hoffnung nicht fahren! Schart euch um mich, meine Freunde! Wir müssen alle kämpfen! Der Feind ist hier! Schlagt Alarm! Das ist halt wie eine mobile Kaserne, Eomer und Garmling. Das ist halt wirklich krass. Es ist wie, als ob du eine Kaserne, zwei Kasernen dabei hättest. Der Feind hält dies Land besetzt. Wo du halt wirklich von Zeit zu Zeit Truppen rausholen kannst. Das ist schon echt stark. Wir reiten zusammen! Die Schlacht wartet! Der Feind! In Deckung, Männer! Wir sind ein starkes Volk. So, die kriegen jetzt auch noch Upgrades. Ihr werdet für eure grausamen Festungen untergehen. Sie haben uns schon zu lange verspottet. Los! Wir haben den Feind verdrängt. Aber das wehrt sich da ziemlich gut eigentlich. Die Schlacht wartet. So. Jetzt der Plan, nach Nordosten zu gehen. Your men. Lasst uns gemeinsam Schwerter ziehen. Okay. Es wäre gut, wenn die hier auf die Zitadelle gehen würden. Schlagt Alarm! Wobei ich sehe gerade, die machen da gut Schaden an der Zitadelle. Ist gar nicht so nice. Haltet sie von uns fern! Hohirrim! Reitet! Auf, unsere auf! Feinde haben das Land besetzt! Da geht's ab. Reiter, ich gehe mal kurz mit Theo den scouten. Der König geht scouten. Ja, macht auch total Sinn irgendwie. Holt eure Sie Waffen! Sie haben angegriffen! Der Feind ist hier! Schlagt alle! So, da oben wird aber abgewehrt. Wir brauchen alle ein Schwert. Tatsächlich, da ist was. Macht diese Bestie fertig! Die Heerschau soll beginnen. Oh, schaut euch um mich. Mhm. Es sind ja direkt zwei Lager hier. Männer, Rohan! Nein, das brennt halt instant. Ich fürchte weder Tod noch Schmerz. Okay. Wir werden angegriffen! Der Feind hält dies Land besetzt. Nein. Sie greifen das Lager an. Das war jetzt nicht halt hier, ne? So, und ihr haltet hier. Wir haben die Zitadelle verloren. Das ist echt Wahnsinn. Bestraft alle Feinde, Rohan! Das sind drei Camps. Ne, zwei Camps. Wahnsinn. Junge, das sind nur Belagerungswerkstätten. Lasst uns Sie gemeinsam Schwerter ziehen. Stört das hier. Und hier. Oh Gott. You are our king, wir werden uns immer an diesen Tag erinnern. Ja, wo wir dieses kleine Dreckslager zerlegt haben. Da werden wir uns immer dran erinnern. Jedenfalls. Ich höre meine Klinge, Unhold. Die Ents sind jetzt alle gestorben, da halt. Die Stunde ist gekommen. Bin ich ärgerlich, aber machst du nix. Der Feind! In Deckung, Männer! Unser Land wird belagert! Okay, bauen wir zwei Türme hier noch die hin. Die Stunde ist gekommen. So, okay, dann ist der Norden weitestgehend gesichert. Ziehen wir ein bisschen zurück hier. Wir haben ein neues Gehöft. Okay, hier muss ich erstmal reparieren. Warte mal, ich kann Galadriel rufen? Wait a minute. Hä, da war da gerade das Symbol von Galadriel bei dieser zerstörten Zitadelle. Unser Land wird belagert. Wir brauchen alle ein Schwert. Das sah ja komisch aus. Hohirrim, die Stunde ist gekommen. Bleibt wachsam. Okay, näher die kommen, desto mehr. Wir ziehen in den Krieg. Könnt ihr das Ding reparieren? Wir haben ein neues Gehöft. Reiter der Mark! Lass mal die Bogenschützen safen. Werft sie nieder! Gut. Bleib standhaft!
Ich hab noch die Adler. Haben sie den Turm Donuts gekriegt da? Der Feind ist unter uns. Aber ich denke, es war ein ganz gutes Manöver hier, diese kleinen beiden kleinen Billo-Lager zu zerlegen. Das war auch, glaube ich, wichtig, um den Nachschub von Mordor hier oben zu zerstören. Dann werde ich jetzt vom Norden nicht mehr angegriffen. Jetzt stirbst du. Kann mich jetzt hier auf die Verteidigung im Süden konzentrieren. Suchen wir mal die Adler. So, habe ich eigentlich schon... Ich glaube, ja. So, sehr gut. Hier bauen wir noch einen Turm. Komm. Ihr lieben Vögelein, geht mal für mich scouten. Wir wissen... Wir brauchen alle ein Schwert. Oh ja, das nächste... Das sind Trolle. Interessant. Alles gut. Unsere Feinde haben das Land besetzt. Wir werden angegriffen. Ah, da hinten ist ein großes Lager. Das sollte ich... beseitigen... Aber die Angriffe von hier unten, die brechen halt auch nicht ab, ne? Das ist... Pass auf, ich weiß gar nicht... Ich bilde zwei Elbentrupps mal aus. Was habe ich denn jetzt erfüllt als Missionsziel noch? Ach, destroy the Nazgul in this region. Okay, das habe ich gemacht. So ein random Nazgul, okay. Wow. Okay, hier hinten ist ein großes Camp. Hier unten wird ein großes Camp sein, schätze ich mal. Wir kommen zu spät. Sie haben das Gebiet bereits besetzt. Bleibt wachsam. Sie greifen an. Mutig voran. Okay. Geht mal weiter. Die sollen nicht kämpfen. Die sollen mir jetzt erstmal nur die Karte kurz aufdecken. Okay. Wir sind hier, um Mittelerde zu schützen. So, die Elben, die sollen hier das Lager mit verteidigen. Mut. Und hier Mut für unsere Freunde. Greife ich jetzt an. Reiter der Mark! Keil! Pfeile! Schießt diese Trolle in die Hölle. Erschießt sie! Ich trage das Banner Rohans! Die Elben. Ich trage das Banner Rohans. Ich fürchte weder Tod noch Schmerz. Oh, jetzt kommen die hier mit einer Armee. Ich pack's nicht. Würden sie hier verfaulen! Wir sind hier, um Mittelerde zu schützen. Holt eure Waffen! Ha! Pfeile! Oh mein Gott, sie das ist echt eine bockschwere Mission. Ha! Wir kommen zu spät! Wir haben das Gebiet bereits besetzt. Rohan darf nicht fallen! Ich will ja zwei Schlachten gleichzeitig schlagen. Die Schlacht wartet! Oh, es mag hier noch gehen, weil hier gerade ruhig ist, weil hier noch nicht so viel steht. Wir werden angegriffen. Das ist relativ neu, das Lager. Bleibt wachsam, Elben! Zieht eure Schwerter! Ha! Erschießt sie! Okay. Die Schlacht wartet! Das sieht gut aus, wenn ich das dort schnell bauen kann, wir das Lager. Wir werden unseren Mut beweisen. Dann habe ich einen guten Vorteil. Da ist noch was. Rohan darf nicht fallen! Rohan darf nicht untergehen! Zieht euch mal zurück, ihr müsst euch ein bisschen heilen. Bleibt wachsam! Bestraft alle Feinde Rohans! Der Feind ist unter uns, Männer! Okay, nächstes Ziel ist auf jeden Fall dieses Lager hier. Mit den Adlern zu scouten, das war eine ganz gute Idee. Weil ich das so ein bisschen besser einschätzen konnte. Eure Waffen, Elben! Komm. Wir werden mal. Uns immer an diesen Tag erinnern. Wir zwei Trupps Elben. Bauen wir auch direkt hier das Lager. Spüre meine Klinge, Unhold. Alter, wie viele Ressourcen ich habe schon wieder gehabt. Das ist mit Eomer, ist das einfach OP. Mit Eomer ist das einfach OP. So, sehr gut. Wir kontrollieren jetzt zwei Drittel der Karte. War sehr wichtig. Komm, ich baue jetzt hier nochmal von jedem Gebäude Typ 1. Wenn es überhaupt nicht notwendig ist, aber ich mach's trotzdem. Einfach weil es geht. Die Elben sagen, dass wir so daran zu kämpfen. Wenn alle durcheinander quatschen, verstehe ich einfach nichts. Reiter der Mark! So. Schnell! Geht mal hier unten vorwärts! Hin. Ah, guck mal. Pfeile los! Da gibt's ja auch noch was. Wir können die Stallungen jetzt nutzen. Junge, wie hart das jetzt hier gesichert ist, diese Festung. Ich kämpfe für unser Volk. Führt die Pferde hierher!
Nur du könntest doch. Hier. Ah ne, kannst du nicht. Ich bin ja schon bei Popcap. Hab ich gar nicht gesehen. Haltet die Augen offen! Das Gehöft ist fertig. So, sehr schön. Das haben wir doch wunderbar hier erobert in einem super schönen, feinen Atemzug. In einem Handstreich, möchte man sagen. Oh, Hirim! Vorwärts! So, und jetzt greife ich dieses Lager von hier an. Und von da. Rohan darf nicht fallen! Los! Ich glaube, dort ist der Feind! Holt eure Waffen! Haltet nach dem Feind Ausschau! Wir haben ein neues Gehöft. Okay, ich warte ganz kurz. Holt eure Waffen! Und fall dann jetzt von hinten wir ein. Wir werden angegriffen! Wir werden unseren Mut beweisen! Haltet die Augen offen! Okay. Schützt mich! Macht Soldaten Rohan! Reihe neu bilden! Eomer! Ach, shit. Der Feind hat da war ich ein bisschen zu greedy. Pfeile! Pfeile! Okay. Wir werden angegriffen! Komm, zur Sicherheit. Die Armee der Tod. Der Rohan-Pöbel ist jetzt noch nicht so gut, wie ich es gehofft hatte. Die Ostlinge. Wir haben den Ostlinge-See. Verbessert. Mögen Sie hier verfaulen! Das ist echt eine starke Armee, die die haben. Mittelerde zu schützen. Zeit für einen Imbiss. Okay, beleben wir mal Eomer wieder. Der Feind ist unter uns, Männer! Bereit! Das ist interessant. Hier kommt jetzt gar nichts mehr. Das ist wirklich faszinierend. Da kommt wirklich absolut gar nichts mehr. Mögen Sie niemals wieder. Ich fürchte weder Tod noch Schmerz. So, da werden hier hinten werden wahrscheinlich noch so kleinere Lager sein, schätze ich mal. Rohan darf nicht fallen. Der Feind ist unter uns, Männer. Ja, ja, hier ist noch ein kleines Lager. Oh. Oh mein Gott. Alles klar. Seid bereit, Helden. Selbst mit diesen drei Elm-Armee-Trupps da wird es schwer werden. Ich trage das Banner. Tja, muss man die Augen aufmachen. Alter Schwede, was hier noch wartet. Oh Junge. Das ist schon heftig, aber gut, zum Glück, die Elben-Trupps sind sehr stark geupgradet. So, hier bauen wir erstmal auf jeden Fall einen Brunnen zur Heilung hin. Ich muss hier mal ganz kurz innehalten. Sagen wir es mal so. So, die Statuen bringen ja auch noch Boni für die Helden im Kampf. Also, wenn sie halt in der Nähe stehen. Das Gehöft ist ich kämpfe für unser Volk. So, ihr müsst da mal ganz kurz innehalten. Boah, krass. Zieht eure Waffen, Elben! Wie viel ich da jetzt abgewehrt habe, ist schon heftig. Wir werden angegriffen! Da! Erschießt ihn! Wie der Troll sich jetzt gegenseitig platt macht. Lasst sie nicht durch! Speere nach außen! Feuer einstellen! Kommt, zieht euch mal zurück. Hier entlang! Haltet nach dem Feind Ausschau! Wie der Wind! Ich habe mit dem Feind noch eine Rechnung offen. Vielleicht schaffen sie es ja. Oh Mann. Wie ich die da jetzt weggelockt habe. Sie haben angegriffen! Wir brauchen alle ein Schwert. What is it? Oh, ich habe halt meine ganze Kavallerie verloren. Gefühlt. Lasst uns Orks jagen! Ja, mal gucken, ob die jetzt hier irgendwie wir vereint. Die Wälder schützen. Haltet nach dem Feind Ausschau. Was wir reißen können. Unsere Heimat. Und das hier verteidigen gönnt können. Ihnen keine Rast. Ich beobachte das mal ganz kurz hier. Aber ich denke, mit Hilfe der Türme sollten die das eigentlich ohne Probleme schaffen können. Sie sind keine Gegner. Zeigt keiner Waffen. Sie sind keine Gegner. So ein Trupp mal einen Nahkampf. Die Morgan und Orks, die sind schon saftig, ne? Aber. Menschen der Rittermark. Holt eure Waffen! Reiter der Mark! Bleibt wachsam! Wir ziehen in den Krieg!
Wir sind ein starkes Volk. Benutzt alles als Waffe. Okay. Ja, das haben sie ja gut abgewehrt hier. Das ist ja wunderbar. Zieht eure Waffen, Elben! Aber ich bin noch lange nicht am Podcast. Ne? Ich fürchte, na gut, weder Tod nicht schlimm. Noch Schmerz. Dann weiter geht's. Sie greifen den Vorposten an. Ich trage das Banner Rohans. Wir greifen müssen die denn bitte den Vorposten? Ich trage das Banner Rohans. Eine Übungsstätte. Ich trage das Banner nach dem Feind Rohans. Ja. Erschießt diese dunkle Brut. Sie greifen wir an. Wir brauchen alle der ein Schwert. Der Feind ist hier. Schlagt Alarm. Macht diese Bestien fertig. Diese Trolle, Alter. Treibt diese abscheulichen Bestien zurück. Pfeile los. Jetzt haben die das echt noch zerstört. Singen. Ich pack's nicht. Sie haben angegriffen. Ist schon frech. Bleibt wachsam. Rasch. So. Wir werden sie aus diesem Land für eure Grausamkeit bezahlen. Ja, aus dem Land haben wir sie noch nicht verjagt. Ein kleines Lager gibt's noch, aber das sollten wir jetzt schnell holen. Könnten wir eigentlich machen, aber ich habe noch nicht so viele Kommandeurspunkte wieder nachgelegt. Mit Schwertern und Schilden werden wir siegen. Sie greifen den Vorposten an. Wir sind ein starkes Volk. So. Ich kämpfe für unser Volk. Ja, ist recht dünn. Reitet! Reitet! Der Schießstand ist bereit. Macht diese Bestien fertig! Könnte ich noch irgendwo ein paar Reiter ausbilden? Hab ich irgendwo einen Stall gebaut? Hier. Komm, noch ein paar Reiter, um Quote so ein bisschen Sie zu erfüllen. Wir können die Stallungen jetzt nutzen. Idiot, ich habe halt wirklich nirgendwo Ställe gebaut. Wahnsinn. Die Reiter können die neuen Stallungen benutzen. Mut! Mut für unsere Freunde! Dieses Land muss befreit werden. Wir haben den Schießstand verbessert. Ich kämpfe für unser Volk. Kriegen jetzt halt auch keine Ressourcen mehr, ne? Dies ist unsere Stunde. Möge dies ein ruhmreicher Tag sein. Ihr habt Bleibt meinen Segen, wachsam. Freunde Rohans. Unser Vorposten wird angegriffen. Wir brauchen alle ein Schwert. Wo wird denn der Vorposten angegriffen? Gibt's hier tatsächlich noch irgendwas? Die Rohirrim sind bereit. Bleibt wachsam. Das ist doch eigentlich das letzte Lager hier gewesen. Ich glaube, mehr dürfte es ja eigentlich nicht mehr geben. Also würde mich zumindest hart wundern, wenn hier noch ein Lager wäre. Aber ich denke eigentlich, dass es... Rohan darf nicht fallen. Oh, da kommt echt noch ein Troll raus, ich pack's nicht. Sie greifen an! Ha! Wir haben sie niedergeworfen! Oh nein! Jetzt... Ah, gut, er hat ihn, die das... Elben werden diesen ruhmreichen Tag besingen. Diesen Bataillonstrupp hat er jetzt zum Glück nichts erlegt. Das wäre wirklich ärgerlich. Das wäre wirklich ärgerlich noch gewesen. Okay. Das war ein interessanter Kampf, interessante Map. Jetzt machen wir erstmal mit Gondor weiter. Und zwar marschieren wir jetzt nach Süden. Sauron bezieht ganz Mittelerde mit Krieg. Wenn ihn niemand aufhält, versinken alle freien Länder in der Dunkelheit. Auf in die Emünarnen. Oh, sehr bergig hier offenbar, aber das Von ist... Von den Hügeln der Emünarnen sieht man den Anduin und die weiße Stadt Minas Tirith. Nicht zuletzt deshalb ist das Gebiet von großer strategischer Bedeutung. Stimmt. Vielleicht bietet es sich an, jetzt noch ein paar Ritter mal auszubilden, so zwischendurch mal. Besiegt alle Truppen Mordors! Oh, das ist ja nett. Wir haben direkt eine Festung hier. Bleibt wachsam! Bekommen. Wir müssen zusammenbleiben. An mir kommt keiner vorbei. Da steht so ein random Troll. Macht eure Waffen bereit! So. Ihr kennt den Drill. Erstmal zurückziehen. Seid wachsam, in die Männer. Festung und Seid wachsam, Männer. Weiter, weiter. Den großen Kampf vorbereiten. Sie sind hier. Wir müssen wachsam bleiben. So. Machen wir erstmal zu hier. Wir machen einen kleinen Ausfallpunkt. Und dann schauen wir mal, was der Gegner sagt. Es sei denn, die kommen natürlich wieder mit Katapulten. Dann kann ich hier eigentlich nicht zumachen. Weil ich selber noch keine Ressourcen für Katapulte habe. Turm wachen! Vorwärts, Männer! Ich werde mein Volk verteidigen. Es gibt immer. Meine Größe spielt keine Rolle. Die haben mich noch nicht wütend erlebt. Shit, jetzt sind die alle hinten raus. Na egal. Hoffentlich wird mir das jetzt nicht zum Verhängnis. Ich hätte schon Bock.
1440 ist schon teuer. Kann ich mir gerade noch nicht leisten. Haltet die Augen offen! So. Ruhig jetzt! Schauen wir mal. Turmwachen! Man kann hier leider die noch nicht so richtig Informationen stellen. So wie es im zweiten Teil gut möglich ist oder in der Edain-Mod. Okay, jetzt bräuchte ich doch mal so eine turmmontierte Mange. So. Eine kleine gondorianische Armee, die wir ins Feld führen, aber ich warte auf den großen Feind. Den großen Gegner. Ach, guck mal. Immer weiter! Ah, da kommen sie. Los, Soldat! Bewegung! Gut, dass angegriffen. Sie da unten so ein bisschen kommen. Rankommen, das ist sehr gut. Bereit machen, Bogenschützen! Der Feind wird stärker. Oh, okay. Es gibt immer Hoffnung. Erledigt sie! Wir kommen nur! Egal wie! Wir werden angegriffen! Oh, 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 Olifant. Auf in den Kampf, Männer! Schießt! Warte mal, warte mal, da kann ich Legolas Fähigkeit Monster Slayer mal ausprobieren. Ah, der ist da hinten auf dem Ball. Im Moment ist der Feind fern. Legolas, ich brauch dich unten auf dem Schlachtfeld. Macht euch kampfbereit! Alle Schilde ich hoch! Kämpfe bis zum Ende! Okay. Folgt mir! Das Land ist dieser Tage gefährdet. Ja, okay. Kam ich jetzt nicht dazu. Wir haben angegriffen! Macht euch bereit! So. Seid wachsam. Geil, Outbreakers. Summon an Army of the Death. Und ich was? Werde euren Eid als erfüllt ansehen. Das ist ja OP. Da kann ich einfach ein Bataillon Armee der Toten beschwören. Das ist schon ziemlich gut. Macht euch bereit. Ja, da haben wir eigentlich hier einen ganz guten Start hingelegt, würde ich mal sagen. Machen wir hier mal zu und bauen hier noch mehr. Der Feind! In Deckung, Männer! Ach, ich brauche ja auch dringend Trebuchet. Wieso ist das jetzt günstiger? Ich habe irgendwas gebaut, was es günstiger macht. Ich weiß nicht genau was, aber. Macht euch kampfbereit! Bildet Reihen! Ey, Leute. Ich werde mein Volk verteidigen. Das ist jetzt aber schwach hier. Bleibt zusammen! Los, los, los. Wir haben das Lager des Feindes gefunden! Meldet nice. Euch! Wir müssen bereit sein. Okay, nee. Macht euch bereit. Bleibt weiterhin wachsam. Hier. Jetzt habe ich mich verzählt. Nee, nichts mit verzählt. Du wirst ja jetzt diesen Olifanten da platt machen. Wir dürfen nicht wanken. Also ich erwarte, dass er jetzt One-Hit killt. Ich bin hier. Ja, sehr gut. Wir dürfen nicht wanken. Alles andere wäre sehr enttäuschend gewesen. Alles andere wäre wirklich sehr enttäuschend gewesen. Seid bereit. Kreatur des Schattens. Sehr gut. Sie haben angegriffen! Findet euren Mut! Vernichtet sie! Aber da hat man es jetzt. Oh Gott, die so viele Harate. Die Schlacht wartet! Angriff! Okay, die sollen wir den Olifanten aufhalten. Der Feind ist da! Ich spüre, dass etwas Böses naht. Nein! Darf nicht sterben. Oh. Also, er ist ja schon tot. Ah, ihr wisst, was ich meine. Hört mir zu. Wir werden angegriffen. So, jetzt pushen wir mal in die Mitte rein. Wir müssen zusammen. Gucken wir mal, was wir hier reißen können. Treibt diese abscheulichen Bestien zurück. Folgt mir. Macht euch bereit. Haltet das Gleichgewicht. Bleibt weiterhin wachsam. Sauron muss besiegt werden. Es muss jetzt so eine Dampfwalze einfach sein, die jetzt hier reinrückt. Und jetzt hier Punkt für Punkt darüber. Dass ich natürlich jetzt mit der Mitte anfange, ich weiß nicht, ob es so smart ist, wahrscheinlich nicht. Aber, ja. Guck wir mal, so ein Marktplatz auf jeden Fall. Wir haben die Schmiede verbessert. So. Und wir bauen hier mal Türme noch rein. Mist. Macht eure Waffen bereit! Ha! Oh je. Wir müssen bereit sein. Helft Boromir! Okay. Uff. Ich glaube, ich baue jetzt hier zwei Türme und einen Brunnen.
Ich kümmere die Bogenschützen warten im neuen Team. Soldaten warten bereits in der neuen Kasse. Das Attilas wäre jetzt halt irgendwie gut gewesen, aber hat leider nicht gelangt. Wir müssen zusammenbleiben. Du Bogen, mir meine ich, hat es nicht gelangt. Macht euch kampfbereit! Seid wachsam, Männer! Eure Waffen bereit! So, jetzt. Hier ein Brunnen. Der Feind wird stärker. Hierher! Ihre Bosheit muss hier enden. Sie werden alle fallen. Unsere Truppen Seid werden bereit. Angegriffen! Für dich ist in dieser Welt kein Platz. Unser Land wird belagert. Okay, das macht gut Schaden an dem Olifanten, aber... Ja, sehr gut, das war wichtig. Wir dürfen nicht wanken. Uff, hier sind super viele Olifanten. Also werde ich mit Reitern werde ich hier... Wir schützen unsere Heimat. Ziemlich Rasch. Aufgeschmissen, muss ich sagen. Ziemlich aufgeschmissen. Ruhig jetzt. Komm, ich setze jetzt sogar mal Turm. Zwei Trupps. Ruhig jetzt. Bogenschützen hier mal in die Türme rein. Der Feind! Treibt diese abscheulichen Bestien zurück! Lasst sie nicht durch! Alright. Okay, der könnte mal kurz resten. Wir haben die Schmiede verbessert. Ich denke, die Verteidigung, die wir jetzt hier haben, reicht mir jetzt auch. Ruhig jetzt! Bleib mal runter hier. So, Harvesting brauchen wir nicht. Wir haben ja keine Harvesting-Gebäude. Aber das hier brauche ich unbedingt, das Battle Tower Upgrade. Sehr, sehr wichtig, das Upgrade jetzt. Wir werden dieses Land schützen. Haltet hier Wache. Sie greifen mir zu. Okay. Ihr seid voll geheilt. Bleibt weiterhin wachsam. Spürt die Stiche meiner Pfeile. Wir dürfen nicht wanken. Lasst uns das Eisenerz schmieden. Die Aratrim sind strong. Wir müssen zusammen. Die Aratrim sind richtig strong. Okay. Wir werden angegriffen. So, das ist ein wichtiges Upgrade. Was wir jetzt hier für alle Türme brauchen. Nur der König von Gondor kann mir Befehle erteilen. Zurück zu deinem Meister! Wir haben die Schmiede verbessert. Hört mir zu! Oh Gott, wichtig, um die ganzen Trolle Platz zu machen. Bleibt wachsam! Sehr, sehr wichtig. Werft wir das müssen Übel zusammenbleiben. Nieder. Vernichtet sie! Wir haben sie greifen die Türme an. Bemannt. Macht eure Waffen bereit! Okay. Haltet nach dem Feind Ausschau! Pferd bitte zerstören. Ich habe mir auch. Oh, sehr gut. Die Türme machen da jetzt gut Schaden. Ja, ich habe da einen Trupp Bogenschützen verloren. Wir müssen wachsam sein. Aber gut. Der Feind hält dies Land besetzt. Was hat Faramir denn hier noch für eine Fähigkeit? Leader of the Rangers. Summon Rangers from Ithilien. Oh mein Gott, das wäre richtig gut. Hätte ich gerne. Kommt her, wenn ihr euch traut. Noch ein Opfer Unsere für Truppen mich. Unsere Truppen werden angegriffen. Jetzt wäre ein Frühstück recht. Jetzt wäre ein Bierchen recht. Jetzt wäre ein Frühstück recht. Weiterhin wachsam. Junge, entscheide dich. Der Weg ist frei. So, und wenn ich da unten ein Lager hätte, wäre das richtig, richtig gut. Wir dürfen nicht wanken. Grand Harvesting ist natürlich, also ist natürlich, wir haben den Feind vernichtet. Macht schon Sinn, weil ich ja schon ein wir paar Bauernhöfe nicht habe. Gerne, wirklich. Also das macht schon Sinn. Nimm das. So. Oh nein, jetzt habe ich nur noch. Okay. Zieht eure Waffen. Das wird jetzt nochmal Abenteuer. Ein Abenteuer, unser Gebäude wurde verbessert. Für Turkheim und wie bitte? Ernte begonnen. Ich hab's halt nicht verstanden, aber gut, nicht schlimm. Was mache ich hier eigentlich? Tja, Faramir levelt halt auch langsam. Ich verneige mich vor euch. Da sind sie! Die haben mich noch nicht wütend erlebt. So, ich brauche noch 1000 Ressourcen. Wir müssen sie aufhalten. Wir werden angegriffen. Wir sind Krieger des Auenlandes. Ah ja, ich sehe Lager. Unsere Gebäude wurde verbessert. Oh, mal gucken. Ich meine, mit Enz... Und Bogenschützen und gutem Wetter. Ich bin hier. Könnte ich hier was reißen? Ich kann nicht kämpfen. Ich kümmere mich um sie. Ich denke nicht nur, dass du nicht kämpfen kannst. Ich weiß, dass du nicht kämpfen kannst. Ey. Zurück, du Biest. Zaudert nicht. Das ist deine letzte Chance. Elende Kreaturen. Der Feind ist unter uns, Männer. So, gucken wir mal, ob ich das jetzt hier
so einfach geregelt bekomme. Reiter der Mark! Lasst keinen entkommen! Aber sollte gehen, sollte ich eigentlich schaffen hier. In der Zwischenzeit baue ich hier unten mal die Festung. Wir müssen bereit sein. So, wir das sollte ich ja eigentlich. Sie haben das Gebiet bereits besetzt. Ohne Probleme. Könnte ich etwas schenken haben? Ohne große Gegenwehr. Bleibt wachsam. Haben wir das hier genommen? Gut. Sehr gut. Dann machen wir jetzt hier mal drei Gehöfte hin. Weil ich sagen muss. Wir dürfen nicht wanken. Ach so, das war's schon, okay. Ja gut, wobei ich sagen muss, mit Gondor auf Ritter zu gehen, ich weiß halt nicht, ob das so sinnvoll ist, tapfere ne? Tapfere Krieger haben die Mächte des Bösen zerschmettert. Weil wir auch immer Rohirrim beschwören können. Wir haben ein neues Gehöft. Per Ringfähigkeit ist das schon ziemlich gut, um mal schnell irgendwo vorzustoßen und zu spähen und so. Ich glaube, wir sind so mit Gondor eigentlich, wie es jetzt ist, ganz gut aufgestellt mit den Bogenschützen und den Turmwachen. Das passt, glaube ich, schon ganz gut. Okay. Dann haben wir Emyn Arnen verteidigt. Sehr gut. Mit Gondor werde ich als nächstes... Die Länder Mittelerdes müssen gerettet werden. Mit Gondor werde ich als nächstes nach Süditalien ziehen. Und mit Rohan wahrscheinlich als nächstes nach in die Emyn Muil. Und dann mit Rohan in die Totensümpfe, dann mit Rohan nach Dagorland, dann mit Rohan hier hinten nach Un. Oder eigentlich nach Düsterwald. Eigentlich will ich nach Düsterwald. Das Gebiet ist ja auch noch da. Ja, und mit Gondor werden wir hier Süditalien, Naharad, Arandor, gegebenenfalls hinten Nurn erobern. Schauen wir mal. Okay, dann danke ich an dieser Stelle euch recht herzlich fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt gesund, bis zur nächsten Folge und ciao.